Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um die sogenannten Price Rangers, diese Preisspannen, die FIFA am 9.3. Ins Leben gerufen hat. Und zwar hat FIFA hier auf ihrer EA-Seite da drei Gründe genannt, warum sie das so geändert haben. Ich lese euch die erstmal vor und danach sage ich euch, was ich davon halte. Und zwar, der erste Grund ist, FIFA Ultimate Team Nutzern wird der Wert von ihren Spielern in ihrem Verein verdeutlicht. Spieler mit hoher Bewertung werden für alle FIFA Ultimate Team Nutzer greifbarer und auf dem Platz geht es folglich ausgeglichener zu. Und als letztes, unzulässige Münztransfers auf dem Transfermarkt werden weiter erschwert. Und meiner Meinung nach sind hier diese ersten beiden Gründe, die hat sich EA sozusagen nur aus dem Hut gezaubert, um da mehr Gründe wie nur einen zu haben. Denn meiner Meinung nach macht EA das nur, damit nicht mehr diese Coins verkauft werden. Diese Coins, die man sich über eBay oder über MMOGA bestellen konnte, damit das nicht mehr funktioniert, damit die Leute sich diese teuren EA Coins hier kaufen. Und wir gehen jetzt mal gerade hier drauf, wie viel die kosten. Hier bekommt man für 99 Cent 100 Coins, damit kann man sich nicht mal ein 7500er Goldpack kaufen. Und wenn wir mal jetzt hier, jetzt gehen wir mal hier ganz hoch auf 99 Euro, dafür bekommt man 12.000 EA Coins. 150 kostet ein Coin und wenn ich das umrechne, es müssten so um die 80 Packs sein und dafür bezahlt man 100 Euro, 80 Packs mal 7,5, wie viel ist das denn? Das müssten 600.000 sein. Das wären 600.000 Münzen, dafür bezahlt man hier 99,99 Euro. Und wenn man jetzt mal im Internet geguckt hat, da hat man glaube ich 1 Million Coins für, ich weiß nicht wie hoch die waren, 15 Euro oder so, vielleicht. Dafür hat man 1 Million Coins bekommen, also da sieht man, dass dieser Preisunterschied verbal ist, also der ist wirklich sehr extrem. Dann sage ich jetzt noch was zu den anderen beiden Sachen, und zwar erstmal, dass der Wert der Spieler verdeutlicht wird, finde ich sowieso, ist eigentlich ein Witz. Das ist einfach, also für mich ist das kein Vorteil, also ich kann auf dem Transfermarkt gucken, wie viel die Spieler wert sind, und dann finde ich es wirklich den größten Witz, finde ich hier. Spieler mit hoher Bewertung werden für alle FIFA Ultimate Team Nutzer greifbarer. Und wenn man jetzt überlegt, was hat sich dadurch geändert, dass die Spieler Preisspannen haben? Dadurch hat sich geändert, dass das Handeln sehr, 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 sehr schwer geworden ist. Also es wird vielleicht nicht unmöglich sein, man wird wahrscheinlich noch handeln können, aber es ist viel, viel schwerer wie vorher. Und daher wird es absolut nicht greifbarer, gute Spieler zu bekommen, sondern es wird einfach viel schwieriger, weil man sich jetzt fast nur noch durch die Spiele seine Coins erwirtschaften kann. Und wenn man jetzt mal überlegt, man bekommt, wenn man ein Spiel gewinnt, 500 Coins und dann will man hier einen Cristiano Ronaldo haben und man will jetzt nur einen ganz normalen Cristiano Ronaldo haben. Ich gucke jetzt mal, wie viel Münzen man für den investieren muss. Cristiano Ronaldo ist natürlich jetzt ein übertriebenes Beispiel. Was ist das? Ah, jetzt zeigen wir uns sogar auch noch dieses neue Feature, wie sie das nennen. Ja, sehr toll. Jetzt gehen wir mal auf diesen Ronaldo. Naja gut, es gibt nicht mal einen Ronaldo, dann holen wir irgendeinen anderen. Jetzt holen wir halt nur einen Ibrahimovic, der müsste um die Millionen wert sein. So. Ja, 750 bis 1,1 wird die Preisspanne bei ihm sein. Und was stimmt, ist, dass die Spieler, ich weiß nicht, ob es beim Ibrahimovic so ist, aber die meisten Spieler oder so gut wie alle Spieler sind jetzt weniger wert wie vorher. Und das heißt, sie sind wirklich, also sind wirklich weniger wert wie vorher. Da könnte man sagen, ja, die sind greifbarer. Aber jetzt kann man nur noch durch das Spielen sich diese Coins erwirtschaften. Und wenn man jetzt überlegt, man bekommt 500 Coins pro Spiel
Und man spielt 10 Spiele, hat man 5000 Coins. Spielt 100 Spiele, hat man 50.000 Coins. Spielt 1000 Spiele, dann hat man 500.000 Coins. Das heißt, man müsste 2000 Spiele spielen, um diesen Ibrahimovic zu bekommen. Ja. 2000 Spiele müsste man spielen, um diesen Ibrahimovic zu bekommen. Und dann hat man einen guten Spieler im Team. Und meiner Meinung nach ist das nicht greifbar. Meiner Meinung nach ist das unmöglich. Natürlich habe ich jetzt nicht diese Prämien mit einberechnet. Da könnte man von mir aus auch noch 500 Spiele von abziehen. Dann wären es 1500 Spiele. Und dann spielt man 1500 Spiele. Und dann hat man einen Ibrahimovic. Dann hat man einen guten Spieler im Team. Und jetzt gucke ich mal oben bei mir bei der Bilanz. Da habe ich 115 Siege, 35 Unentschieden, 58 Niederlagen. Zusammen sind das knapp 200 Spiele. 198 Spiele sind das. Ja, und ich habe, bevor diese Änderung gemacht wurde, zwischen 6 und 7 Millionen Coins gehabt. Und mit 200 Spielen hätte ich das niemals geschafft. Mit 200 Spielen hätte ich jetzt nicht mal einen Spieler, der 1 Million wert ist. Also damit hätte ich kaum was. Kann das umrechnen? 200 Spiele mal 500 Coins sind dann 100.000 Coins. Davon habe ich nichts quasi. Davon kann ich mir aus meinem Team könnte ich mir wahrscheinlich gar keinen da holen, außer jetzt diese normalen goldenen Spieler, die ich jetzt da noch momentan drin habe. Ja. So, und jetzt kommt das, was mich am allermeisten ärgert, und zwar für alle, die gerne traden. Für die ist sowieso das Spiel, also für mich persönlich ist das Spiel total im Arsch jetzt. Also es ist wahnsinnig, was das bei mir ausgemacht hat. Also ich kann überhaupt nicht mehr so spielen, wie ich vorher gespielt habe. Der St. Patrick's Day, den kann ich auch vergessen. Da gehe ich jetzt mal kurz auf meinen Transfermarkt. Dann zeige ich euch das mal eben. Das Allerschlimmste, was EA halt gemacht hat, ist, dass EA das einfach mitten in FIFA 15 gemacht hätte. Wenn so eine Änderung kommt, dann hätte man das von mir aus dann bei FIFA 16 machen können. Aber für mich wäre es schlimm genug gewesen, wenn bei FIFA 16 auf einmal so eine Änderung wäre. Aber jetzt hier mitten in FIFA 15, das hat solche starken Auswirkungen. Hier habe ich aus Versehen meinen Garmstone nämlich auf den Transfermarkt gesetzt. Das war auch ein Fehler, also da bin ich aus Versehen auf den falschen Knopf gekommen. Und hier, jetzt steht hier gekauft für 8400. Auf jeden Fall war dieser Garmstone, das ist jetzt ein gutes Beispiel, den habe ich für 14.000 gekauft. Damals, und für 14.000 war es damals günstig, weil ich den zum Marktcrash geholt habe. Und der Spieler wäre am St. Patrick's Day, schätze ich mal, für 40.000 bis 50.000 Euro weggegangen. So hat der momentan einen Maximalwert von 12.000 Coins. Und ich habe ihn für 14.000 gekauft. Das heißt, ich habe mit ihm, hätte ich 2.000 Verlust gemacht, wenn ich den am St. Patrick's Day verkauft hätte. Statt einen Gewinn von 14.000, von 35.000 oder 25.000, hätte ich jetzt 2.000 Verlust gemacht. Und das nur wegen dieser blöden Änderung. Die ganzen irischen Spieler, die McGiddies, kann man nur noch für maximal 5.000 verkaufen. Die wären so hochgegangen. Hier ist jetzt zum Beispiel der McLean. Ja, gekauft für 12.000 und verkauft, darf ich ihn maximal für 11.000, und ich hätte ihn locker viel höher verkauft. Genauso ist das bei meinen Informspielern, bei meinen irischen Informspielern. Da war ein Long auf 300, noch was 1000, darf ich jetzt maximal für 180.000 verkaufen. Und der wäre auf 500 bis 600.000 gegangen, schätze ich mal. Muss mal gucken, wo ich den Long habe. Na, hier habe ich ihn nicht. Weil nämlich jetzt auch das Interessante ist, meiner Meinung nach hat EA sich gar nicht richtig Gedanken gemacht, wie sie die Preise überhaupt machen. Jetzt gehe ich mal hier auf den Long. Da ist ein 77er Spieler. Der hat gute Werte, ja. 85 Tempo, 83 Physical, sehr stark. Aber der kostet 120.000 bis 180.000. Und meiner Meinung nach
hat EA den zu hoch gemacht, weil er bei etwa 300.000 war, weil er war ziemlich hoch und dann wollten sie ihn wahrscheinlich nicht so stark runterschrauben. Aber der Long war auch nur auf 300.000, weil jetzt der St. Patrick's Day vor der Tür steht. Wenn der St. Patrick's Day nicht, wenn es den nicht gegeben hätte, wäre der niemals auf 300.000 gewesen. Und normalerweise ein 77er, wenn man bei EA von ausgeht, dass die gar nicht an so einen St. Patrick's Day denken oder sowas, normalerweise müssten die diesen Spieler für seine Bewertung, für seine Gesamtbewertung viel niedriger müsste der Preis sein als 120 bis 180.000, weil der war ja nur so hoch wegen St. Patrick's Day. Jetzt gehe ich nämlich mal zum Beispiel, wir merken uns den Preis 120 bis 180.000, 77er Bewertung, jetzt gehe ich auf einen anderen Spieler von meinem Team, der wesentlich besser ist, also der eine höhere Gesamtwertung auf jeden Fall hat. Da kann ich jetzt zum Beispiel auf einen 83er Triss Mertens gehen. So, und dieser Triss Mertens, der hat einen Maximalwert von 75.000, hat aber 83er Bewertung. Und dieser Long hat nur eine 87er Bewertung und wird für mindestens 120.000 bis 180.000 wert sein. Da verstehe ich mal die Logik nicht, weil der Spieler war auf dem Transfermarkt nur so hoch wegen dem St. Patrick's Day und der Mertens war ja, der war ja selber auf über 300.000, also das ist ja wirklich ein Witz eigentlich. Was haben die sich da gedacht? Ja, und das Schlimmste an dieser Änderung ist einfach, dass das einfach ungerecht ist gegenüber den Leuten, die kein Geld auf ihrer Bank hatten, also die ihr Geld in Spieler komplett investiert hatten. So. Entschuldigung. Und zwar, alle Spieler, die traden oder die, die so traden wie ich, haben einen riesen Verlust gemacht. So, und zwar habe ich zwischen 6 und 7 Millionen, also Spieler im Wert von zwischen 6 bis 7 Millionen gehabt und durch diese Änderung habe ich jetzt circa 4 Millionen Verlust gemacht, 4 Millionen weniger, die Spieler sind einfach nicht mehr so viel wert wie vorher. Zum Beispiel mein Chiellini war auf 1,3 Millionen, der ist nur noch 500 oder 850.000 wert. Mein Clichy habe ich Gott sei Dank am Samstag noch verkauft für 1,2 Millionen, weil der ist auf 550.000 gesunken. Da habe ich noch wahnsinnig Glück gehabt, dass ich den noch verkauft habe. Ja, aber was ich sagen wollte ist, alle Spieler, die so traden wie ich, die haben kein Geld auf ihrem Konto, weil die ihre Spieler, ihr Geld komplett in Informspieler investieren, weil ich habe mein Geld immer in Informspieler investiert, weil deren Wert normalerweise immer gestiegen ist. Und zwar alle Spieler, die ich jetzt hier in meinem Team habe, dessen Wert ist, bevor es diese Preisspanne gab, immer weiter gestiegen und deswegen habe ich kein Geld auf der Bank gelassen, weil das Geld, was ich auf der Bank lasse, auf meinem Konto, also die ich oben lasse, das Geld, das bleibt immer bei diesem Wert. Wenn ich jetzt 1 Million auf meinem Konto habe, habe ich 1 Million auf meinem Konto und da ändert sich nichts dran. Kaufe ich für diese Millionen Informspieler, dann steigt der Wert von diesen Karten und wenn ich dann irgendwann mal irgendein Spieler kommt, den ich haben will, dann verkaufe ich irgendeinen Informspieler und der ist dann nicht mehr 1 Million, sondern 1,5 Millionen wert und dann habe ich 500.000 mehr. Und alle, die so getradet haben, die haben natürlich kein Geld auf ihrem Konto gelassen und haben das Geld komplett in Spieler investiert gehabt und jetzt durch diese Änderung sind die Spieler viel weniger wert, als sie vorher waren. Und ich schätze, also es war so um die Hälfte sind die Spieler nur noch wert und das heißt, alle Spieler, die ihr Geld in Informspieler investiert hatten, haben jetzt nur noch halb so viele Münzen, wie sie vor dieser Änderung hatten. Und alle Spieler, die ihr Geld auf dem Konto gelassen haben, haben jetzt ihr Geld und können dafür doppelt so viele Spieler kaufen wie vorher. Das heißt, man könnte sagen, die Spieler, die ihr Geld auf dem Konto hatten, deren Münzen haben sich sozusagen verdoppelt. Und alle, die ihr Geld in Spieler investiert haben, die eigentlich alles richtig gemacht haben, die es eigentlich richtig so gemacht haben, wie man es machen sollte, alles intelligent getradet haben, die haben
die Hälfte ihrer Coins sozusagen verloren. Und das ist das Ungerechte an der Sache. Das ist wirklich mitten im Spiel diese Änderung kam. Dadurch ist es einfach meiner Meinung nach so unfair für die Spieler, die jetzt ihr Geld in Spieler investiert hatten. Und das ist das, was mich wirklich aufregt. Generell, ich finde diese Änderung mitten in der Saison, also mitten in FIFA 15, so schwachsinnig, mich ärgert das wahnsinnig. Und bin absolut dagegen, gegen diese Preisspannen, weil das war wirklich das, was mir bei FIFA Ultimate Team Modus so Spaß gemacht hat, zu traden, Geld zu erwirtschaften durch so wirtschaftliches Denken. Das war das, was für mich, was FIFA Ultimate Team Modus für mich ausgemacht hat. Und ja, und das wird es jetzt nicht mehr geben. Es sei denn, FIFA ändert das nochmal, aber meiner Meinung nach glaube ich das eher nicht. Und was mich auch ärgert, ist, dass EA das nur macht, damit mehr von ihren Coins gekauft werden, damit die noch mehr Geld machen. Und meiner Meinung nach hat es EA doch gar nicht nötig. Die haben doch Geld ohne Ende. Also meiner Meinung nach brauchen die doch jetzt nicht so eine Änderung zu machen, damit sie noch mehr Geld kassieren. Ich finde es einerseits auch blöd, dass es dass so viele Coins gekauft wurden im Internet und so, sowas habe ich nie gemacht. Und deswegen finde ich das dafür natürlich gut, dass die Coins nicht mehr so gekauft werden, dass man sich sein Geld ehrlich erarbeiten muss. Das finde ich gut an der Sache, aber im Großen und Ganzen ist das meiner Meinung nach alles Mist. Und was mich auch ärgert, als ich hier gesehen habe, Spieler des Tages, Cristiano Ronaldo gestern bei einer 3-4 Niederlage gegen Schalke 04. Warum muss denn jetzt ein Cristiano Ronaldo eine Man of the Match Karte bekommen bei einer Niederlage von Real Madrid? Und meiner Meinung nach ist das auch, jetzt hat FIFA diese Preisspannen eingebaut und jetzt wollen die natürlich auch ausprobieren, kaufen denn auch wirklich mehr Spieler jetzt ihre FIFA Points? Und da ist natürlich am besten, wenn man einen Cristiano Ronaldo anbieten kann, den jeder ziehen will. Und meiner Meinung nach hat das was damit zu tun, dass sie jetzt diesen Cristiano Ronaldo anbieten, damit sich Leute ihre FIFA Points kaufen und nicht mehr ihre Coins im Internet kaufen. Ja, dann ist mir noch, ich hoffe, vielleicht ist das sogar ein kleiner Trading-Tipp. Ich habe das einfach mal ausprobiert, weil ich habe im Internet mal nachgeschaut, oder ich gehe mal lieber hier zurück. Und zwar geht es um Mats Hummels, der hat ja 2 Impfkarten. Ich hoffe nur, dass nicht gleich meine Aufnahme hier abbricht. 850. Ich muss mal gerade bei mir im Internet gucken, weil ich habe mir gestern den 88er Hummels für 780.000 etwa gekauft, weil gestern war es noch so auf jeden Fall, ich weiß nicht, vielleicht haben die es geändert, vielleicht war es nämlich wirklich ein Fehler von EA, oder es muss eigentlich auch ein Fehler gewesen sein. Und zwar war der Mats Hummels, der 87er, den musste man für einen Mindestpreis von 700.000 und einen Maximalpreis von 1 Million verkaufen. Und den 88er Mats Hummels, wie habe ich das? Ne, also den 87er Hummels, den musste man für 1,3 bis 2 Millionen verkaufen, genau so war es. Und den 88er musste man für 700.000 bis 1 Million verkaufen. Da habe ich jetzt den 88er für 750.000 gekauft, weil meiner Meinung nach haben die das vertauscht. Und zwar haben die den 87er für den Preis des 88er draufgesetzt und den 88er für den Preis des 87er. Deswegen habe ich mir den 88er einfach mal gekauft. Die Preise, die könnt ihr mittlerweile auf Footwits gucken. Ich weiß nicht, ob andere Seiten die auch schon angeboten haben. Auf Footwits geht es auf jeden Fall. Ich gehe jetzt mal auf Hummels. Weil hier sind ja jetzt Hummels, die günstiger angeboten sind. Aber es kann auch sein, dass das welche sind, die
vor dieser Änderung angeboten wurden, weil diese Spieler noch ablaufen. Ah, hier wurde auf jeden Fall was geändert. Also der 87er Hummels geht für mindestens 550 bis maximal 850. Ja, hier wurde auf jeden Fall was geändert. Und jetzt gucken wir mal den 88er Hummels. 700.000 bis 1 Million. Gut, dann haben sie das jetzt geändert, dass der 87er günstiger angeboten wird. Aber der 88er Hummels wird trotzdem nur für maximal 1 Million weggehen. Dann könnt ihr das wahrscheinlich vergessen, es sei denn, EA würde den 88er nochmal hochschrauben. Da habe ich gedacht, da würde ich jetzt ein gutes Geschäft machen. Gewinn werde ich wahrscheinlich trotzdem machen, weil ich den 88er für 780.000 bekomme. Aber ich denke mal, dass ich den auf jeden Fall teurer loswerde. Gestern war es auf jeden Fall noch so, dass der 88er günstiger war als der 87er. Das war wohl ein Fehler von EA. Und sie haben es relativ schnell behoben. Naja gut, das war's zu dem Video. Mich interessiert wirklich sehr stark, was ihr von diesen Price Rangers, was ihr davon haltet. Es gibt ja auch welche, die finden das gut. Für mich ist das nichts, weil ich wahnsinnig gerne trade und mir dadurch mein ganzes Geld immer erwirtschafte. Naja, schreibt mir einfach eure Meinung dazu. Like dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.